Erhöhte Harnsäurewerte werden auch als Hyperuricämie bezeichnet. Die Ernährung spielt dabei eine grundlegende Rolle. Denn Harnsäure entsteht beim Abbau von Purinen, die über die Nahrung aufgenommen werden. Wenn sie nicht über den Harn ausgeleitet wird, sammeln sich Harnsäurekristalle in den Gelenken an. Wir werden uns anschließend genauer ansehen, welche Ursachen es für erhöhte Harnsäurewerte gibt. Die normalen Harnsäurewerte liegen bei Frauen zwischen 2, 4 und 6, bei Männern zwischen 3, 4 und 7. Da ein zu hoher Harnsäurespiegel negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat, ist es sehr wichtig, diese Werte zu kontrollieren. Ein Drittel der Harnsäure im Körper wird durch den Konsum von purinhaltigen Nahrungsmitteln und Getränken erzeugt. Der Rest wird vom Organismus selbst auf natürliche Weise hergestellt. Deshalb ist es wichtig, die Ursachen für erhöhte Harnsäurewerte zu kennen, um diese zu kontrollieren. Wir empfehlen auch diesen Beitrag: Hausmittel gegen erhöhte Harnsäurewerte und Gicht. Die Ernährung ist meist nicht die einzige Ursache, spielt jedoch eine sehr wichtige Rolle in der Kontrolle und Entwicklung des Krankheitsbildes. Purinreiche Nahrungsmittel sind zum Beispiel Fleisch, Innereien, Fisch, Wurstwaren und Hamburger. Damit erhöht sich der Harnsäurespiegel. Auch zu viel Salz spielt dabei eine wichtige Rolle, denn dadurch wird die richtige Ausleitung dieser Substanzen verhindert. 2. Weißer Zucker. Zuckerreiche Nahrungsmittel, wie industriell hergestellte Backwaren, Erfrischungsgetränke, industrielle Fruchtsäfte, Schokolade und andere Süßigkeiten, können auch zu einem erhöhten Harnsäurespiegel führen. Kleiner als 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich app bindestrich größer als Google Tag. CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich app 336 280 300 250 DIVGPTAD 150339174311-2-0 Settergeting, Red, Volz, Settergeting, Section 4, Settergeting, URL 5 Ursachen für erhöhte Harnsäurewerte. Settergeting, Topic, Curiosities, Settergeting, Marfil Type, Get MRFP Zetkelepsymptidiv True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enabled Services Google Tag, Display DIVGPTAD 150339174311-2-0, kleiner als 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1x1 bindestrich größer als Google Tag. CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1x1 1 1 DIVGPTAD 151309469076-7-0 Settergeting Red Volz Settergeting Section 4. Settergeting URL 5 Ursachen für erhöhte Harnsäurewerte. Settergeting Topic Curiosities Settergeting Marfil Type Get MRFP Zetkelepsymptidiv True True Ad Service Google Tag Pubats Google Tag Pubats Kelepsymptidivs Google Tag Enabled Services Google Tag
Display DIVGPTAD 1513094690767-0, auch Saccharose und Fructose sind schädlich. Am besten vermeidest du diese Süßstoffe und baust mehr frisches Obst und Gemüse in deine Ernährung ein. 3. Alkoholkonsum. Die Ernährung ist meist nicht die einzige Ursache, spielt jedoch eine sehr wichtige Rolle in der Kontrolle und Entwicklung des Krankheitsbildes. Purinreiche Nahrungsmittel sind zum Beispiel Fleisch, Innereien, Fisch, Wurstwaren und Hamburger. Damit erhöht sich der Harnsäurespiegel. Auch zu viel Salz spielt dabei eine wichtige Rolle, denn dadurch wird die richtige Ausleitung dieser Substanzen verhindert. Zuckerreiche Nahrungsmittel, wie industriell hergestellte Backwaren, Erfrischungsgetränke, industrielle Fruchtsäfte, Schokolade und andere Süßigkeiten können auch zu einem erhöhten Harnsäurespiegel führen. Auch Saccharose und Fructose sind schädlich. Am besten vermeidest du diese Süßstoffe und baust mehr frisches Obst und Gemüse in deine Ernährung ein. Alkohol beeinträchtigt nicht nur die Produktion von Harnsäure, sondern auch deren Ausscheidung. Alkoholische Getränke, insbesondere Bier, enthalten Purine, die den Harnsäurespiegel erhöhen. Gleichzeitig erschwert Alkohol die Ausscheidung der Harnsäure über die Harnwege. Auch die Darmflora kann dadurch beeinträchtigt werden, da in der Folge weniger gesunde Bakterien im Darm vorhanden sind. Entdecke auch diesen Beitrag Filmexperiment, das passiert, wenn man einen Monat auf Alkohol und Zucker verzichtet. Mit diesen Arzneimitteln wird die Ausschwemmung von Wasser über die Nieren gefördert, um den Blutdruck zu kontrollieren. Da jedoch die Nieren mehr Wasser ausleiten, erhöht sich damit das Risiko für erhöhte Harnsäurewerte, da weniger Harnsäure ausgeschieden wird. Auch Übergewicht oder Adipositas können zu einem hohen Harnsäurespiegel und in der Folge zu Gicht führen. Bei dieser stark schmerzenden Krankheit sammeln sich Harnsäurekristalle in den Gelenken an. Bei Übergewicht und Diabetes wird mehr Harnsäure produziert. Allerdings erfolgt die Ausscheidung langsamer. Lesetipp: 5 Arzneipflanzen gegen Diabetes. Ernährungsumstellung zur Senkung der Harnsäurewerte. Wenn der Harnsäurespiegel nur leicht erhöht ist, kann eine entsprechende Ernährung ausreichend sein. Nahrungsmittel mit einem hohen Ballaststoffgehalt reduzieren den Blutzuckerspiegel und fördern die Aufnahme von Harnsäure im Darm. Folgende Nahrungsmittel enthalten viele Ballaststoffe: Hafer, Spinat, Brokkoli. Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Antioxidantien: Heidelbeeren, Tomaten, Trauben, Mangold. Vollkorngetreide. Weißmehlprodukte sollten durch Vollkorn ersetzt werden. Z.B. Weißbrot, Backwaren und so weiter. Es empfiehlt sich, auf Vollkornprodukte umzusteigen und auf raffinierte Kohlenhydrate, Weißbrot, Backwaren, Süßigkeiten zu verzichten. Sie enthalten nur leere Kalorien, jedoch keine Nährstoffe. Bei dieser stark schmerzenden Krankheit sammeln sich Harnsäurekristalle in den Gelenken an. Bei Übergewicht und Diabetes wird mehr Harnsäure produziert. Allerdings erfolgt die Ausscheidung langsamer. Lesetipp: 5 Arzneipflanzen gegen Diabetes. Wenn der Harnsäurespiegel nur leicht erhöht ist, kann eine entsprechende Ernährung ausreichend sein. Nahrungsmittel mit einem hohen Ballaststoffgehalt reduzieren den Blutzuckerspiegel und fördern die Aufnahme von Harnsäure im Darm. Folgende Nahrungsmittel enthalten viele Ballaststoffe. Hast du diesen Artikel schon gelesen? Brokkolisuppe, gesundheitsfördernde Eigenschaften. Vergiss nicht, ausreichend Wasser zu trinken, um die Ausleitung der Harnsäure zu fördern. Es empfehlen sich 2 bis 3 Liter täglich.